Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Orakel mit den Engeln und mit den aufgestiegenen Meistern für einen Booster für deine persönliche und spirituelle Entwicklung während dem Jahr. Und ich habe bereits schon hier zwei Stapel ausgesucht für dich und ausgewählt. Und du kannst aussuchen, du darfst der einen Stapel anschauen und auch der andere. Du kannst aber auch noch der andere mit einem spezifischen Thema belegen, das du möchtest. Und ja, ich denke, weil so viel Energie im Raum ist, von der Rauhnacht auch noch, möchte ich dir gerne so ein bisschen das Orakel geben, als wie so eine Turbo-Energie, die dir hilft, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung gut vorwärts zu kommen. Ich bin gerade dran mit den Jahresreadings, wo du bzw. dir ja dafür gewotet hast. Und brauche das jetzt gerade auch so ein bisschen als ein Orakel, das ich so wie ausjoggen kann. Ja, das ist so, wenn ich mich so konzentriert habe in einem Reading, dann braucht es wie so noch eine andere Energie, um das so ein bisschen wie auszujoggen und auszureinigen zu lassen. Und die Energien, die sich so aufgebaut haben, in einen guten, stimmungsvollen Ausklang können zu bringen. Darum habe ich gedacht, mache ich noch so ein kleines Mini-Reading, wobei Mini wird es wahrscheinlich nicht, aber gleich so in einem anderen Format, um die Energien schön zu binden und in einem guten Rahmen können, der Gesellschaft zur Verfügung können zu stellen. Gut, ich hoffe, du hast deine Auswahl getätigt. Ich fange an, ganz links mit dem Kristallengel. Und der andere schauen wir dann später an und werden dann auch noch zusätzliche Karten dazu ziehen. Der Kristallengel. Ich spüre bei dir, dass ganz viel Licht zu dir möchte kommen. Eine unglaubliche Bewusstseinserhöhung, wenn du bereit bist, das anzunehmen. Weil es ist ein grosser Erwachens- und Transformationsprozess, der für dich jetzt stattfindet in diesen Tagen, in dieser Zeit. Und es ist wie eine Hochzeit an Energie, also wirklich ein Hochjubilieren von der Energien, von der Liebe, vom Licht, um dich wirklich in eine Veränderung zu pushen, auf eine ganz gute und positive Art, wie es für dich richtig und bestimmt ist. Wenn auch du bereit bist, das anzunehmen. Und es hat vor allem auch mit dem Erfüllen von deinen höchsten Wünschen zu tun, so wie ich das wahrnehmen kann. Und auch schlicht und ergreifend mit dem, was deine Seelenmission ist. Und was für dich bestimmt ist, wenn auch du bereit bist, das anzunehmen. Und dass du das annimmst. Also ich spüre, da ist ein ganz grosser Wunsch auch hier von dir, von deiner Seele, aber auch von deinen geistigen Führern, von deinem Team, wo dich wirklich möchte unterstützen und pushen, dass du vorwärts gehst und vorwärts machst. Und das ist super. Also es ist eine sehr gute Richtungsweisung, die du bekommst. Und es ist wirklich sowieso immer zu deinem höchsten Wohl. Und dann musst du nicht zweifeln. Du selber bist höchstens der Zweifler oder Zweiflerin. Aber es ist wirklich auch, es geht auch darum, Widerstände zu überwinden. Das spüre ich hier auch. Wir schauen mal, um was es hier ganz genau geht. Oh, schau mal, wie schön. Krishna und Radha, Vergöttlichung des alltäglichen Lebens. Erkenne Gott und das Gute in allem Leben. Sieh die Segnungen, die dir heute geschenkt werden. Offenbare die göttlichen Tugenden und die Weisheit Gottes durch dein Sein. Alles ist bereits in Hülle und Fülle vorhanden. Lob, preise und feiere das Geschenk des Lebens. Wow, das ist sehr schön. Ich mache nur die zweite Karte dazu. Wow, Wunder. Machst du dich noch erinnern, als ich im Christmas Cupcake Orakel gesagt habe in diesen Tagen, da kann wie ein Wunder passieren, wenn du bereit bist, das anzunehmen. Und ich sehe das für dich. Also das ist ganz eindeutig da. Und schau mal die Farbe an. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, wow. Die Farbe. Und das zwischen den Jahren 2022 und
2023, wo doch vieles so ein bisschen grau wirkt, oder? Ich spüre unglaublich viel Liebe, die da ist. Unglaublich viel Liebe, die für dich da ist und wo dich möchte bereichern, wo zu dir möchte ich kommen und dass du erkennst, dass dein Leben ein grosses Wunder ist und dass du kannst entscheiden, Tag ein, Tag aus, dass du das als ein Geschenk darfst anschauen darfst, auch als ein grosses Privileg, dass du darfst Mensch sein, dass du da darfst sein, dass du all die Erfahrungen darfst machen, auch wenn sie vielleicht etwa die mal natürlich auch mit Schmerz Hand in Hand gehen, wenn du vielleicht eben nicht immer so das Wunder machst gesehen, das Wunder von deinem menschlichen Leben. Schau dein Menschsein an und spür die Dankbarkeit und die Fülle, die dich ausmacht. Ja, dass du funktionierst, dass dein Körper funktioniert, meine ich, und dass das alles selbstverständliche Stoffwechselvorgänge sind, die stattfinden und dass das funktioniert. Weißt, dass es so etwas gibt wie ein Bewusstsein in dir innen und dass das eigentlich eine außerordentliche Erfahrung ist und somit auch ein Riesenprivileg, das können zu sehen, wenn auch du bereit bist, das anzunehmen. Ich spüre, dass so viel Liebe da ist, vor allem auch von Krishna und Radha. Und du musst dich erinnern, in den letzten Orakel habe ich immer wieder auch den Text vom Krishna vorgelesen hatte. Und Krishna und Radha sind ja auch zwei Essenzen aus dem tantrischen Set, aus der tantrischen Kollektion von der Heaven's Door Essenz. Und ich möchte dir darum an dieser Stelle nochmal den Text von Krishna vorlesen, wo ich habe ihn gerade hier, damit du nochmal in die höhere Schwingung von seiner Energie kommen darfst. Krishna. Ein Herz voller Wärme, Güte und Liebe bringe ich dir. Lass dich durchdringen und lieben von deiner Herzenswärme. Ich liebe dich. Ich liebkose dich. Für immer bin ich für dich da. Wenn du wahre Liebe suchst, so findest du einen treuen Begleiter in mir. Meine Liebe gilt dir, der heiligen Weiblichkeit. Von deiner Anmut und Grazie fühle ich mich zutiefst angezogen. Ich bin gekommen, um dir einen Raum von romantischer Sinnlichkeit und neuer Erotik zu öffnen, wo unsere Herzen sich in der Ekstase der Liebe ergießen dürfen. Ich bin jener Prinz, von dem du lange träumtest, einem Mann, den ich als Vorbild der heiligen, transzendierten Männlichkeit. Ich bin klar, stabil, lebend, stark und mit einem mitfühlenden Herzen in meiner Männlichkeit stehend. Ich bringe euch allen die viel gewünschte Herzheilung und Herzöffnung als eine Offenbarung eurer Liebesfähigkeit. Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch das Wunder, wo dir dürft bewusst werden, dass du dürft Liebe sehen, Liebe erfahren, auch Liebe zu und mit und für andere Menschen und was das für ein riesen Geschenk ist und wie kompliziert wir Menschen das doch häufig auch machen, weil wir gerade in diesem Spiegel von der Liebe mit all unseren Ängsten in Berührung kommen, mit all unseren Gefühlen von Unzulänglichkeit. Und für dich jetzt in dieser Zeit ist einfach wirklich nur das Wunder da. Ja, das Wunder, dass du das geniessen darfst. Wow, such einfach mal die Farben auf. Das ist ja schon so ein Traum. Die Fülle, die Prallheit. Und ich spüre auch hier für dich, dass es auch wirklich um eine Harmonisierung und um eine so tiefe Heilung von deinen Beziehungen geht, vom Verbinden von Gegensätzen, von der Dualität und auch über die alte Widerstandsmuster, wo du vielleicht noch siehst, dass da ganz vieles in Heilung kommen, damit du die Prallheit und die Saftigkeit vom Leben, der Genuss vom Leben dürfst erfahren und sich das wirklich auch so darf anfühlen mit Menschen, wo du gern hast. Im Beisein mit und vor und zu Menschen, wo du gern hast. Und schau den Raum an. Du bist jetzt hier in meinem Raum und das ist ein heiliger Raum und
dass wir das teilen dürfen, dass das ein grosses Privileg ist. Das wäre ja vor 20, 25 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Ja, das ist irgendwie eben auf Indien müssen reisen zu irgendeinem Guru oder sonst nirgendwo reisen, um die Fülle können zu erleben. Und dass das ein grosses Geschenk ist, dass du Internet dürfst haben und dass wir uns so dürfen verbinden und vernetzen. Gut. Immer schauen, was. Was gibt es vielleicht für dich? Du musst mal schauen, hier auf der Unterseite vom Deck kommen die Liebenden. Ist das nicht schön? Wunderschöne Liebende. Ich bin absolut Fan von denen. Was gibt es vielleicht für dich, hier noch anzuschauen in diesem Thema? Ich habe so das Gefühl, einige von euch sehen vielleicht das Wunder noch nicht so ganz oder spüren die Energie von dem noch nicht so. Was gibt es so vielleicht für dich noch zu sehen oder vielleicht noch zu lernen? Ja. Schau, wir haben das Rad vom Schicksal verbunden mit zwei von den Schwertern. Irgendein Anteil von dir, meine Liebe, ist hier irgendwo noch verschlossen. Und das hat mit deinem Herz zu tun. Dein Herz ist wie noch zu und du erlaubst es dir vielleicht noch nicht ganz, das Wunder von der Liebe, das Geschenk, das göttliche Geschenk, das einfach da ist, von dieser allumfassenden Liebe anzunehmen. Und es ist dein Schicksal jetzt, in dieser Zeit, ja, wirklich in dieser Zeit, dir ganz bewusst zu werden, was sie da hemmt und ausbremst, für in die Fülle können zu gehen. Weil, schau mal, die zwei, die hocken hier auch auf dem Rad vom Schicksal und die sind auch wie so ein Paar. Schau, sie heben sich hier an der Hand und er hebt hier den Kelch. Und es ist so ein Müssiggang. Es geht um die so tiefe Liebe zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen männlich und weiblich. Und dass die Gegensätze dürfen erarbeitet werden. Und die Nachhilfestunden von der nächsten Liebe sind natürlich auch sehr stark. Sie die sehr stark auch das Rad vom Schicksal ankurbeln, um alles, was eben noch nicht in dieser Reinheit, in dieser Klarheit, in dieser Liebe, in dieser göttlichen Liebe drinnen ist, wie rauszuspicken und rauszuspülen. Und da geht ja einer vom Rad runter. Also das heisst, auch sämtliche Beziehungen, wo dir heute Status quo nicht mehr gut tun, die wollen verloren werden. Und es geht somit in einem positiven Aspekt für dich hier auch darum, ganz gut und sorgfältig auch zu prüfen, wo gibt es vielleicht auch Themen oder Menschen, wo du sagst, nein, da schiebe ich eine Regel, das tut mir nicht mehr gut, weil das sind Saboteure, die sabotieren meine Energie, die verletzen, kränken, wie auch immer mehr. Und das lohnt sich nicht. Das ist so das eine. Also ich sehe in diesen zwei von den Schwertern wirklich beide Energien. Aber ich sehe auch wie eine Angst, dass du dem nicht kannst vertrauen, dass es da für dich vielleicht nicht so bestimmt ist, vielleicht die Fülle an Liebe, die Fülle an Glück vollständig können zuzulassen, weil du vielleicht auch wieder Angst hast, verletzt zu werden und du dich somit selber wie ausgrenzt vor dem Wunder, wo da ist und vielleicht da noch irgendwo in einer kleinen Rolle bist und auftrittst von einem Page statt eigentlich von einem König oder von einer Königin. Und darum möchte ich für dich auch gerne fragen, was braucht es da, dass du dich kannst öffnen und dem kannst vertrauen, dass das, was dir gegeben wird, zu 100% für dich ist, dass du dich hingeben darfst, dass du dich öffnen darfst für die allumfassende grosse Liebe, die einfach sowieso immer an Weihnachten spürbar ist. Ja, es kommt der Herrscher. Und der Herrscher zeigt mir auch an, dass es wirklich noch um vielleicht Strukturen geht, weißt, wo du dich vielleicht wie selber beherrschst, ja, wo du wie selber vielleicht auch Gefühl unterdrückst, auch die guten Gefühle, auch die Liebesgefühle unterdrückst, vielleicht auch eben aus der Angst, dass du kannst verletzt werden, dass du empfindsam kannst sein, wenn du dich so öffnest für die Liebe. Und ich meine, da sind vor allem auch ganz viele Männer angesprochen, aber auch Frauen in der Energie von der Gefühlsklärerin. Und ich habe genug Frauen von denen, die in dieser Energie sind, die zu mir kommen, die mit dieser Liebe gar nicht können umgehen können oder mit dieser Zugewandtheit gar nicht können umgehen können. Ja, ich erinnere mich gerne einmal an den einen oder anderen Mann, wo der mir ja auch über den Weg gelaufen bin, wo ich dachte, was läuft denn bei dem? Ich habe ihn ja nur kurz umarmt und bei dem sind irgendwie 10 Blitze eingeschlagen gleichzeitig. Also das ist ganz, ganz klarer Fall,
von zwei Schwertern. Also mein Herz ist zu. Ich will niemand mehr an mich her, weil ich Liebe vielleicht mit Schmerz oder mit Schwäche assoziieren. Und somit in der eigenen Beherrschung innen, vielleicht auch in der eigenen Tyrannei innen verweilen, aber somit auch in Kauf nehmen, dass das Gute, das Positive, das Wunder vom Leben nicht zu dir vordringen können und die in dieser tiefen Sinnlichkeit, ja, in dieser absoluten Schönheit und Romantik können berühren, wie sie eigentlich für dich bestimmt wären. Und wenn du Mann bist oder wenn du eine Frau bist, die nicht einfach so aus ganzem Herzen ihr Herz kann öffnen kann und kann sagen, ich liebe dich oder ich liebe mein Leben oder ich liebe meine Mitmenschen und die bedingungslose Freude und Liebe, die vom Herzen auskommt, nicht kann teilen, dann ist es da ein Orakel, das zu dir möchte kommen und zu dir möchte sprechen und dir gerade auch über das Musterbeispiel, ja, von Krishna und Radha, und das sind ja wirklich auch Seelenpartner, die dir eigentlich wieder das Geschenk möchten machen und sagen, los, das geht's. Es geht's. Die Frage ist nur, glaubst du daran? Die Frage ist nur, glaubst du an dich und erlaubst du dir, dich zu öffnen für die allumfassend transformierende Kraft von deinem Leben? Ja? Und mit dem Rat vom Schicksal ist es dein Schicksal, dass du die Liebe spüren, dass du merkst, wenn so viel Liebe um ist, dass es dir das Herz mal aufreißen, dass du in das Fühlen kommen, dass du die Sonne in deinem Herz wieder spüren und all der Schmerz, die Trauer, die Schwere, vielleicht auch beim einen oder anderen wirklich auch die Traurigkeit und Depression loslassen, ja, und in die Heilung kommen, die so heilig ist, wo so viel Gnade und Güte auch da für dich fühlbar ist. Denk mal an die Nachhilfestunde vom Priapus, wo wir jetzt alle auch durchlaufen haben. Das ist so viel Liebe spürbar, ja. Und im Gegenzug auch die Angst, dass einem das kann überfordern, dass einem das kann übermannen von so viel Liebe, Gnade und Wunder, wo wirkt. Und dass es aber gerade auch mit dem Rat vom Schicksal das Schicksal für dich ist, aus diesen schlechten Zuständen rauszukommen und dein Leben auch zu feiern, egal wo du stehst. Und dass du vertrauen darfst, dass die guten, positiven Energien für dich da sind und dass alles in dir innen heilen darf, rund um Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, wo heute noch nicht in dem erfüllten Licht sind, wie du es dir eigentlich in deinem tiefsten, innersten wünschst. Ja. Ja, also das ist wirklich ein Geschenk, was ich hier für dich sehe, das zu dir möchte ich kommen. Was gibt es denn hier noch Wichtiges für dich zu wissen? Ja, mit dem Ritter von der Kelche ist es also, dass es wirklich etwas ist, wo du dich sanft öffnen darfst. Gespür die sanft feinen, romantischen Gefühle und auch Regungen von deinem Herzen, die zu dir kommen dürfen. Du musst ja noch nicht gerade der Krishna sein oder der Radha, aber gleich die kleine, feine Romantik, die da ist, die kleine, feine Sinnlichkeit, die da ist und wo du dich auch darfst daran beteiligen. Ich spüre auch, genießt das Flirten. Also, verstehe mich jetzt richtig. Ich meine nicht im Sinn von Fremdflirten, dass du dir nicht mehr den Wert gehst, bestätigen. Das meine ich nicht, sondern ein Flirten, das aus dem tiefen Herzen kommt, wo du deine Freundlichkeit, deinen Charme, deine Lebensfreude mit anderen teilst. Und dass das schön darf sein, dass man darf kokettieren von Herzen aus. Und wo es nicht irgendwie um ein sexuelles Aufpimpen geht, das meine ich nicht, in keinster Weise. Und auch nicht um ein Aufpimpen, falsches Aufpimpen von deinem Selbstwert, das meine ich auch nicht, wo du dir etwas holen kannst, sondern es ist die reine Freude vom Herzen, die sich hier möchte ausdrücken und sich auch über die Gefühle, über die lieblichen Gefühle auch möchte dir zeigen. Ja. Was braucht es, damit du das kannst lösen? Und da kommt der Stern. Schau mal, wie wunderschön. Und das zeigt auch ganz klar, der Stern ist sowieso das Bild vom Wunder. Also das heißt, all das, was dir hier geben wird, was ich dir möchte zeigen, ist ein grosses Geschenk vom Wunder. Und lass bitte all die Sterne hier vom Sternenregen über dich regnen. Spür
der Glitzer, wo da ist, die Magie, die Heilung und wie heilsam sich das darf anfühlen. Und stell dir vor, du kannst das noch teilen mit Menschen, wo du liebst, mit denen du gerne zusammen bist. Also bist so gut, befreie dich mit der Königin von der Schwerter aus sämtlichen Fesseln, aus deiner geistigen Umnachtung und spür auch, dass du Blitze einschlagen bei dir, um dich können zu befreien von all dem, wo du dich klein und unzulänglich gefühlt hast und dass jetzt wirklich einfach auch eine Zeit anbricht von der absoluten Liebe, von der Liebe, wo aus dem Herz möchte ich kommen, aus dem Herz möchte ich strömen und dass du das darfst einfach teilen und Freude daran haben. Und dass das nicht irgendwie falsch ist oder komisch ist, sondern dass es genauso für dich bestimmt ist in dieser Zeit. Ja, es ist genauso für dich bestimmt in dieser Zeit. Und es ist richtig und es ist gut so. Was haben wir da noch Schönes für dich? Ja, spirituelles Verständnis. Erzengel Raziel, ich bringe dir esoterische Informationen und Symbole und helfe dir, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Schatz Gottes. Wir haben hier die Taube. Und es ist wirklich. An der Liebe gibt es nichts zu rütteln. Die Liebe ist immer die Wahrheit. Die Liebe ist immer das Richtige. An dem kannst du nichts falsch machen. Und wenn du an der Liebe zweifelst, dann, weil es noch alte Schmerzen dir innen gibt, weil du darfst lernen, dir zu vertrauen, weil du. Es dürfst dir erlauben, dass du es wert bist, geliebt zu sein, dass du es wert bist, Liebe zu empfangen, auch Freude von anderen Menschen, die einfach aus ihrer Bedingungslosigkeit das mit dir auch teilen wollen und dass das ein Geschenk ist und dass du das dürfst annehmen. Ja, du hast es verdient, du bist es wert, das Geschenk dürfen anzunehmen. Und das ist ganz wunderbar. Und da kommt auf der Unterseite noch Mitgefühl, Erzengel Zadkiel, erweiche dein Herz bezüglich dieser Situation und aller Menschen, die darin involviert sind, einschließlich deiner eigenen Person. Also du darfst auch Verständnis aufbringen für dich, was da im Wandel ist und dass das ein Geschenk ist. Und schau das an aus einem tiefen Mitgefühl. Ja, aus einem tiefen Mitgefühl um das Wachstum in Bezug auf Liebe. Und dass Liebe natürlich so etwas Grosses ist, dass sie natürlich im Gegenzug immer auch auf Aspekte von der Angst prallt. Ja, dass eben Liebe so stark kann sein, dass sie ein Herz wirklich auch aufreißen kann und dass dort ganz viel Angst, Gefühl von der Unzulänglichkeit, vom Kleinsein und so weiter. Ja, all die Themen, die wir ja kennen, von der Minderwertigkeit, dass wir das Gefühl haben, wir haben es nicht verdient, bla bla bla. Ja, dass das alles kann vorkommen im Licht von dieser Liebe. Aber dass das gleichzeitig auch deine Heilung ist. Und dass, wenn so viel Liebe auch gegeben wird in das System, dass es auch all die Traurigkeit mal aktivieren, wo lang eingesperrt ist, wo du lange Zeit unterdrückt hast, hier auch mit zwei von den Schwertern, wo auch eine allgemeine Unzufriedenheit in deinem Leben hat entstehen lassen. Vielleicht auch verbunden mit einer gewissen Starre in deinem Leben. Ja, dass es irgendwie nicht so spielerisch und leicht und flockig ist, sondern vielleicht immer sehr streng und starr. Und das muss nicht mehr sein. Wenn du bereit bist, das anzunehmen, also komm in den Genuss, genieß dein Leben, genieß die Zeit jetzt zwischen den Jahren und gönn dir einen Moment von dieser Sinnlichkeit. Ja, aus einem sehr tiefen Gefühl heraus, aus einer sehr tiefen Anteilnahme auch gegenüber anderen Menschen und auch in Bezug auf ihre Freude. Und dass ihre Freude auch deine Freude ist und dass dir das nähren darf, dass es dich heilen darf und dass dir das gut tut am Schluss. Ja, du darfst da in eine ganz wunderbare, schöne Energie kommen. Vertrau der Liebe. Vertrau diesen höheren Kräften und spür auch, dass es einen Anteil in dir innen gibt, der ganz stark ist, der eine unglaubliche Sehnsucht auch hat nach dieser Liebe, nach dem angenommen werden. Aber du darfst dich selber auch nehmen, annehmen und dir selber auch das Vertrauen schenken. Gut. Da kommt für dich Oceana. Handle, du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit. Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf liebevolle Weise. Ja, das ist absolut so. Also es gibt
nichts irgendwie in dem innen zu korrigieren oder zu berichtigen, weil es ist ja die Liebe, Schatz Gottes. Und an der Liebe ist nichts falsch. Ja, gang dem nachher. Wenn du einen inneren Impuls hast, dich zu verbinden mit irgendjemandem, dann gang dem nachher. Weil wenn es aus deiner Liebe kommt, dann ist es auch das Richtige. Ja. Enjoy the little things. Enjoy the little things. Es gibt nichts mehr zu sagen, meine Liebe, mein Lieb. Vertraue der Liebe, genieße die Sinnlichkeit und Romantik und öffne dein Herz und erlaube dir, dass das Wunder dürft zu dir kommen. Und komm in ein höheres Verständnis um Liebe, Wahrheit und Frieden und Nächstenliebe und die Kraft von einem ganz klaren und starken Herzen, wo möchte zu dir kommen. Und das hast du verdient. Und das möchte sich dir öffnen. Gut. Ich nehme kurz die Karte zusammen. Und wir schauen näher, gerade auf das zweite Orakel, das sich hier möchte offenbaren. Du brauchst eine Auszeit, meine Liebe, mein Lieb. Eine Zeit, wo du dich ganz und gar kannst erholen und kannst entspannen. Ich sehe, dass bei dir ganz vieles im Gang ist, im Zusammenhang mit deinem Herzchakra. Dass dein Herzchakra auf eine neue Ebene kommt und dass man ganz sorgfältig und sanft mit dir so umgeht. Und dass auch du sorgfältig und sanft mit dir umgehst. Ja? Sorgfältig und sanft, wie mit einem kleinen Kind. Ja, liebevoll, behutsam. Sorgfältig und sanft. Es kann sein, dass du in dieser Zeit sensibler bist als sonst. Und dass dein Herz ganz empfindsam reagiert auf allerlei Einflüsse. Und dass du gut zu dir schaust, auch gut zu deinem Kinderherz, ja, das Herz von deinem inneren Kind, wo das ganz viel liebevolle Zugewandtheit braucht und auch so einen geborgenen Schutz, den ich wahrnehmen kann. Du bist in einem grossen Wachstum, wo du in ein Fühlen hineinkommst, was deine Herzensangelegenheiten und auch Herzensthemen anbelangt. Und wo vieles, wo du vielleicht früher in einem alten Licht angeschaut hast, in einem neuen Licht wirst einfach sehen. Und das ist gut so. Es ist eine Heilung und es ist eine Transformation. Und du sollst dir viel Zeit nehmen für die Ruhezeiten. Ja, auch mal nichts machen. Und dich erholen und entspannen, weil so vieles sich bewegt. Und du brauchst die Erholungszeit, um gut zu regenerieren. Und gerade wenn es Themen gibt auf dem Herzchakra, wenn das in die Heilung kommt, dann, oder in eine neue Anpassung, in eine Adaptation, dann wird nochmal so wie ein alter Schmerz auch freigegeben. Und das kann mit Trauer auch Hand in Hand gehen. Und da ist es auch sehr wichtig, dass du dir wirklich die Auszeit gibst. Und das kann sich natürlich auch auf die Herzkreislauf niederschlagen. Und da ist es wichtig, dass du das nicht verwechselst, ja. Und dass das natürlich auch zu Müdigkeit oder auch Erschöpfungssymptomen kann führen. Aber es ist eine sehr tiefe Heilung von deinem energetischen und emotionalen Herz. Und dass du dem vertraust, weil es für dein höchstes Wohl ist und dir dient, in dieser Zeit von diesem unglaublichen Speed-Wachstum, wo wir ja alle drin sind, wirklich ein Stück weit näher zu dir und zu deiner innewohnenden Wahrheit können zu kommen. Und das ist ein Geschenk. Wir schauen mal weiter. Was zeigt sich dir hier? Oh ja, schau hier. Genau das. Schutz. Und? Jö. Kuan Yin. Gnade, Barmherzigkeit.
Die Gnade des Göttlichen ist dir gewiss. Kuan Yin sendet dir den heilenden goldenen Nektar der wahren Essenz deines Seins, mit dem du jedes Ungleichgewicht in deinem Leben ausbalancieren kannst. Vergib, verzeihe und segne. Ja, das ist genau das, was ich gespürt habe, auch vorher, als ich hier schon das Figürchen gedeutet habe. Du bekommst sehr viel Gnade und Barmherzigkeit in dieser Zeit. Und auch da muss ich wieder an die Nachhilfestunde von der nächsten Liebe denken, weil die sind alle so aufgeladen von dieser Gnade und auch wirklich von dieser Liebe, dass sie so vieles in dir innen anregen können, dass du vielleicht auch das Gefühl hast, es ist mir fast zu viel, ich ertrage das fast nicht. Das ist gut möglich. Sich das wie so ein bisschen eine Überforderung auch anfühlt. Aber es ist auch wirklich sehr tiefe Heilung. Und es ist die äußerste Gnade, die äußerste Barmherzigkeit. Und glaub mir, weil ich schon so vielseitige Heilungsprozesse durchlaufen habe, dass du das nicht irgendwie ablehnst oder abtust, im Sinne von, es ist mir zu viel oder ich mag nicht, sondern okay, ja, erkenn das, nimm das wahr, gönn dir viel Pause und dann mach wieder weiter. Weil es ist wirklich eine sehr, sehr grosse Heilung, die momentan stattfindet. Und du musst ja nichts überstürzen. Du kannst eins nach dem anderen machen. Und es sind vor allem auch ganz feine, weibliche, sanfte Energien da, die im Moment auch das kollektive weibliche Feld nähren und auch tränken, weil es einfach auch um Weichheit und auch um Zartheit geht. Und wo du in dem Sinne auch erkennen, wie stark die Feinheit ist, wie stark die Zartheit ist und wie enorm kraftvoll und auch aufrüttelnd und auch wie viel Erwachensenergie in dieser Zartheit drin enthalten ist. Und dass das nicht unterschätzt werden von sehr, sage ich jetzt mal, dynamischen oder auch dynamisierenden Energien. Es ist nicht minder dynamisierend, das muss ich an dieser Stell auch erwähnen, sondern weil es so fein ist, findet es genau den Weg an die Stelle zu dir, wo eben noch in dieser Dunkelheit sind, um das im Licht von der Gnade, von der Barmherzigkeit, von der Liebe und auch von der nächsten Liebe können, zu beleuchten, dass du kannst Befreiung erfahren, dass du kannst Liebe und Trost erfahren in Bezug auf das, was jetzt für dich, für dein höchste Wohl, für deine spirituelle und persönliche Entwicklung relevant ist. Und du solltest das nicht ablehnen. Es ist ein bisschen eine Anfängertendenz, dass man das nicht so schnell erkennen kann, geschweige denn anerkennen, dass da Heilung passiert, und zwar auf der höchsten Ebene vom Sein. Und dass eben genau aufgrund von dieser Heilung nochmal all die Muster vorkommen, die Ablehnungsprogramme, die schlechten Gedanken, Gefühle, Stimmungen, um zu erkennen, wie sich das anfühlt, wenn Heilung geschieht und passiert. Es ist also nichts anderes als eigentlich eine Katharsis, eine Erstverschlimmerung von einer ganz tiefen Heilung. Von einer ganz tiefen Heilung, gell? Und ich habe ja auch noch die das Weihnachtsgeschenk von der vom Gleichmut von der Liebe aufgeladen, und das ist natürlich auch sehr stark. Du darfst es nicht unterschätzen, nur weil es so fein und lieblich daherkommt. Es ist unglaublich stark. Gut, wo gibt es da noch einen Widerstand von dir, den du nicht siehst? Schatz Gottes, der Widerstand, den du nicht siehst, hat mit dem zu tun, dass du schon so viel erreicht hast und dass du erkennen darfst, was in dir innen schon bereits an reifen Früchten trägt. Und dass es auch gar nicht nötig ist, jetzt noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu machen, sondern auch, dass du dich wirklich für einen Moment auch auf den Lorbeeren ausruhen darfst. Vielleicht hast du ja auch Ferien jetzt zwischen den Jahren. Und dass einfach das mal nachziehen und nachwirken und auch ein bisschen Früchte ernten. Das komme ich hier auch über. Also das ist wirklich auch mit drin. Und für das darfst du auch dankbar sein. Es braucht wie so ein bisschen einen Moment vom Nichtmachen, dass alles in dir innen kann, in die Tiefe wirken. Und es geht somit auch darum,
durch das Nachziehen von diesen Energien gut können zu spüren, was alt ist, was sich auch abgedreht anfühlt, wo du auch merkst, ich möchte hier eine Trennung haben, ich möchte hier eine Abtrennung haben, eine Abgrenzung, auch in Bezug auf dein zukünftiges Leben. Und wo du auch merkst, hey, das fühlt sich für mich nicht mehr gut an, nicht mehr stimmig an und ich möchte in ein neues Dasein kommen mit mir und mit den Energien, die mich bewegen und wo mir dann am Schluss auch wirklich gut tun. Ich möchte das noch ein bisschen klärter haben, konkreter. Ja, weil da haben wir so die Erschöpfung. Also ich nehme wirklich auch wahr, dass es eine Erschöpfung gibt bei dir, eine Übermüdung, weil du jahrelang immer wiederkehrend in diesen Muster geschafft und geschafft und geschafft und geschafft hast. Und jetzt ist genug. Und darum kommt jetzt wirklich auch die Energie von der Kuan Yin mit dieser ganz grossen Gnade, mit dieser unglaublichen Sanftmut. Du musst das mal anschauen, das Bild. Ja, das ist so fein. Ja, das ist ganz feine, liebevolle Energie. Um dir wie zu sagen, hey, du bist es auch wert, gesehen und geliebt zu werden, ohne dass du etwas für das musst machen. Ja, du musst nichts machen und du bist geliebt. Und du darfst die bedingungslose Liebe annehmen und akzeptieren. Und somit auch das Tal von der Finsternis überwinden. Und ich spüre, wenn ich die Karte hier anschaue, dass so viel Trauer in dir innen ist. Ja, auch eine Angst, dich so zu zeigen, wie du bist, mit deinem wahren Wesen. Auch Schamgefühl, das ich hier auch wahrnehme, Schuldgefühl, dass du nicht richtig könntest sein, so wie du bist. Lass vielleicht auch nochmal das an, Heilung der Menschenwürde. Ja? Und dass du nicht der ewige Knecht oder die ewige Magd musst spielen, wo du die Stecken zusammensammelt und sich wirklich Finger kaputt schafft, um die Anerkennung und die Liebe vom Aussen zu bekommen. Das musst du nicht. Du bekommst so viel bedingungslose Liebe in dieser Zeit, dass du darfst lernen, ganz sanft mit dir umzugehen. Und dass du das auch verdient hast, dass man mit dir sanft und liebevoll umgeht. Du lieber Schatz, ja. Und die Trauer, die Traurigkeit, die in dir innen ist, dass das darf heilen. Wenn du auch selber erkennst, dass du in deinem Inneren ein ganz feines, liebevolles Wesen hast, wo auch ganz sanftmütig, zart auf andere kann eingehen kann. Aber da ist wie noch so eine Scham, ja, vielleicht auch eine Scham um eine gewisse Grobheit, die du auch erlebt hast in deiner Vergangenheit, verbunden auch mit einem Schuldgefühl, das hängt ja immer zusammen. Ja, dass du Grobheit erlebt hast, dass man grob war mit dir, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass sich nur die Groben und die Starken im Leben durchsetzen können. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Und darum habe ich auch gestern auch gesagt, in der Heilung von der Nächstenliebe, Heilung von der Mutterwunde, dass das Geschenk von dieser Nächstenliebe, wo hier jetzt auch stattfindet, in diesen Nachhilfestunden für den Priapus, dass das nur etwas ist, was von einer Frau gegeben werden kann, die diese Zartheit auch hat und in sich trägt. Weil es nur von diesem weiblich zarten Prinzip kann unterwiesen werden und unterrichtet werden. Und es geht für dich an dieser Stelle auch darum, in deinem Leben, in dieser Gesellschaft, wo du lebst, wirklich tief und wahrhaftig können zu erkennen und zu anerkennen, dass das Feine, dass das Liebliche, dass das Zärtliche, auch das Zärtliche in dir, und ich bin sicher, dass jeder Mensch hat das, auch du, dass das Zärtliche in dir genauso wichtig und genauso wertvoll ist wie das Durchsetzungsstarke. Wir sind einfach nicht so erzogen worden. Ja, und vielleicht hast du auch schon sehr früh in deinem Leben so müssen dich durchsetzen oder hast müssen Ellenbogen, hast müssen
Ego-Spiele spielen, um die irgendwie können zu behaupten, dass dir niemand den Rang abläuft. Aber mit Quan Yin, wo ja so eine liebliche, zarte Energie ist, ja, sagt man dir ganz klar, Schatz Gottes, du musst nicht mehr. Du musst nicht mehr. Du darfst liebevoll umarmt werden. Du darfst liebevoll berührt werden. Man wird dir deine Stecken abnehmen. Man hilft dir zu tragen. Und du musst auch nicht alles allein machen. Und du darfst es zulassen, dass du Hilfe darfst bekommen, dass du nicht immer der Starke oder die Starke musst spielen, sondern dass du es auch mit anderen, die dich wirklich lieben und die dich wirklich akzeptieren, so wie du bist, dass du es verdient hast, Hilfe zu bekommen. Und dass deine Schamgefühl und Schuldgefühl wahrlich dürfen heilen. Und dass du dürfst loslassen und eben genau die Gnade und die Barmherzigkeit dürfst spüren, die für dich da ist. Lieb dich selber fest. Umarm du dich und lass die Schwere los. Lass die Schwere los. Oh, du Liebe, du hast es verdient, dass du geliebt wirst. Was oder wo? Was darf von dir wie noch so als Blockade gesehen werden, als ein Muster, das dir nicht erlaubt, das loszulassen? Ich habe das Gefühl, es ist so ein falsches Sicherheitsdenken. Ja, schau hier, Herzschmerz. Du hast Herzschmerz, Liebeskummer. Das macht auch das depressive, schwere Herz. Das ist genau das, was ich gesagt habe vorher mit dem Herzkreislauf, gell? Herzkreislauf. Ich bitte um Heilung für dich. Ganz viel Heilung. Bedingungslose Liebe. Sanftmut. Dass du heilen, dass du die Heilung auch annehmen. Dass du kein Schuldgefühl musst haben. Ich spüre da wirklich so Schuldgefühl und Verlassenheitsgefühl, Einsamkeit, auch vielleicht Einsamkeit von deiner Mutter, weil deine Mutter dich vielleicht auch früh verloren hat oder nicht so liebevoll mit dir interagiert hat. Und dass das die Urwunde ist von deinem Herzschmerz. Und dass das heilen darf. Von deiner Trauer, von dieser Abwesenheit um Liebe und Sanftheit in deinem Leben. Und ich möchte schnell das Licht anstellen für dich, dass du hier das Licht geniessen darfst. Dein Herz darf heilen. Und du darfst ganz sanft die liebevolle Energie empfangen. Du hast ganz ein feines und empfindsames Herz. Ein Herz aus Glas. Und wenn immer du mit so rauen Energien oder Menschen zu tun hast, es zerbricht fast. Und es ist ganz schwer, weil es so viel Kummer hat von den ganzen Erfahrungen in deinem Leben. Du hast ein Herz aus Glas.
Und es darf heilen. Dein Herz darf heilen. Und es ist so viel Sanftmut und wirklich echte Liebe für dich da. Und du bekommst ganz viel Gnade. Und man geht so sorgfältig und fein und liebevoll mit dir um, dass du die Schwere und den Kummer von deinem Herz wirklich loslassen darfst. Dass du die Grobheiten aus der Vergangenheit loslassen darfst. Und dass du durch wahre Heilung finden. Ganz fein, ganz liebevoll. Dass auch dein Kinderherz, das schon früh verletzt worden ist, darf heilen. Und du bekommst den höchsten göttlichen Schutz um diesen Liebeskummerschmerz, die Schwere in deinem Herz, die Schuldgefühl, Schamgefühl, dass du es nicht wert bist, richtig angeschaut zu werden, anders führen, du lieber Schatz. So viel Liebe ist für dich da. So viel Güte. So viel Gnade. So viel sanft, rosige Energie. Du hast ein Herz aus Glas. Und es verträgt kein Herzschmerz mehr. Jetzt bin ich auch ganz berührt. Keine Verletzungen mehr, keine Grobheit mehr. Du darfst alles loslassen. All diese Stecken darfst du loslassen. Du musst gar nichts mehr. Und nur noch dich annehmen, dich selber lieben. Und dir diesen liebevollen Schutz und die Fürsorge. Und die liebevolle Heilung und der Trost dir geben. Ja, du liebe Seele, jetzt wird es ganz warm. Lass alles los. Verabschiede dich von diesem Schmerz. Dein Babyherz darf heilen. Und du bist so in einem ruhigen Klima aufgewachsen. Und das darf alles heilen. Jetzt bin ich auch gerade ganz berührt. Wie wird das sein? Woher führt dich das? Du wirst weniger machen. Du wirst neue Prioritäten setzen. Wow. Und du wirst dich selbst wert gründlich heilen. Ich sehe auch, dass du ganz viel so auch mit Anforderungen zu tun hast. Wo auch von anderen Menschen sie kommen, die nicht nur von dir sind,
sondern wo einfach andere auch von dir verlangt haben, so und so zu sein, so und so zu schaffen. Aber es hat nichts mit deiner Wahrheit zu tun. Und du wirst das ganz können heilen. All deine Mutterwunden wirst du ganz können heilen. Ja, auch Priapus wird seine Mutterwunde, wenn er will, ganz können heilen. Es ist ein bisschen dunkel, gell? Darum hat es ein Fokusproblem. Und dir die Fürsorge können holen, die du brauchst, um in einem guten, gesunden, auch innerlich satten Gefühl können sein mit und zu dir im Leben. Jetzt muss ich nochmal schnell das Licht anmachen. Ja, sehr kraftvoll, transformatives Orakel hast du da. Ist ein bisschen länger geworden, das Reading, als geplant. Aber das ist jetzt gerade wichtig gewesen. Du bekommst hier nochmal den schönen Engel. Gesunde Lebensweise, Erzengel Raphael, ernähre dich gesund, gönne dir ausreichend Schlaf und trainiere regelmäßig, um optimale Gesundheit zu erlangen. Ja, also das ist ja immer ein guter Tipp, gell? Gesund essen, immer ein bisschen Bewegung und ja, die wirklich der Heilung auch widmen, was ich hier spüre. Der Heilung, die dir gut tut. Frische, auch frische Luft, habe ich so das Gefühl. Weil das hat jetzt so stark am Herzchakra geschafft, dass ich jetzt auch gerade ein bisschen so, wie so ein bisschen Druck auf dem Herz spüre. Aber das ist normal, dass du wirklich die frische Luft gehst und der Kopf verlüftet und bewusst schnaufen. Und auch vielleicht mal in diesen Schmerz oder in diesen Kummer, in diesen Verlustschmerz hineinschnaufen. Da kommt für dich noch Fiona. Da du die Engel jetzt um Hilfe gebeten hast, öffne dich für göttliche Führung und Unterstützung. Du verdienst die Hilfe des Himmels. Genau. Also wer dir sehr gut tut, ist der Erzengel Raphael. Da darfst du immer um Hilfe bitten. Da wird dich immer unterstützen. Gerade auch, was das hier anbelangt. Der Schmerz im Herzen. Und auch, dass du die Gnade annehmen, die Barmherzigkeit fühlen, dass dein Herz heilen darf. Ja, das darf alles für dich geschehen. Und du bist spitze. Nimm Komplimente einfach mal an. Du tendierst sicher auch oft dazu, dich kleiner zu machen, als du bist. Diese Woche hast du doch bestimmt schon ein Kompliment bekommen. Was war es und wer hat es dir gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Genau, du Liebe, du Lieb. Es geht um Selbstwert. Und dass du das auch annehmen und fühlen. Wirklich annehmen und fühlen. Und das wirklich auch wie zulassen. Ja, wie zulassen. Und auch spüren, was das mit dir macht. Das ist ganz ein wichtiges Thema. Gerade auch, ja. Wenn es für dich ein Thema gibt, wo du merkst, dass da drinnen wirklich die Wahrheit auch enthalten ist und dass es auch dein Innerste darf mit dem in Resonanz bringen. Verstehst du, oberflächliche Komplimente, das braucht ja niemand. Ja? Aber wenn es dein Innerste in Resonanz schwingt, weil die anderen auch dein Innerste gesehen haben und sie das dann auch formulieren, dann ist das ist ja überirdisch, so ein Kompliment dürfen zu bekommen. Und auf das wird es da rauslaufen. Ich wünsche dir ganz viel Geduld und Zuversicht für deine Heilung und dass du dürfst vertrauen, dass dein liebes Herz, das noch wund ist, ja, dass du da dürfst Herzbalsam drauf geben und dass du ganz liebevoll und sorgfältig mit dir umgehst in diesen Prozessen. Gönn dir viel Pause und schau einfach, dass du in einer liebevollen, warmen Atmosphäre bist. Alles Liebe für dich.
Du lieber Schatz. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.